Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video zeige ich euch, wie ich aktuell meinen 3-Tage-Bart rasiere. Leute, ich persönlich liebe meinen Bart, ja, und ich trage auch immer Bart, also ich rasiere mich nie feucht oder glatt oder so, sondern ich trage immer einen 3-Tage-Bart oder ich lasse ihn auch manchmal länger wachsen, dann habe ich manchmal vielleicht sogar einen 10-Tage-Bart, aber ich trimme ihn dann halt immer wieder runter auf so einen 3-Tage-Bart. Und in diesem Video zeige ich dir, wie ich mir einen perfekten 3-Tage-Bart rasiere. Wenn du gerade zum ersten Mal hier auf meinem Channel bist, dann würde ich mich freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Dazu musst du einfach auf Abonnieren klicken und am besten auch noch die Glocke aktivieren. Dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und wenn du Lust hast, check mich auch gerne auf Instagram aus. Dort gibt es eher so private Einblicke von mir als auch einige Outfit-Posts. Ich freue mich auf jeden Fall über deinen Support, egal ob auf Instagram, YouTube, Facebook oder whatever. Denk dran, Support ist kein Mord. So Leute, ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem perfekten Rasierer bzw. Barttrimmer für mich, der wirklich alle meine Ansprüche erfüllt. Und mittlerweile habe ich auch echt einige Rasierer getestet, aber ich habe diese eierlegende Wollmilchsau leider Gottes noch nicht gefunden. Aus dem Grund bitte auch nicht wundern, denn für meine Rasierroutine brauche ich halt 2 Rasierer und das sind folgende. Zum einen der Remington TouchTech und zum anderen der Philips OneBlade Pro. Beide Produkte habe ich euch natürlich auch in der Infobox verlinkt. Als erstes nehme ich den Remington TouchTech, stelle den auf 5 mm ein und trimme meinen gesamten Bart flächendeckend erstmal auf 5 mm runter. Deshalb ist der Remington TouchTech für mich auch erstmal für das Grobe zuständig. Deshalb muss man auch an den Koteletten aufpassen, weil der Remington TouchTech ist einfach etwas gröber und gerade an den Koteletten muss man einfach mal ein bisschen besser aufpassen, gerade wenn man lange Haare hat, dass man dort nicht zu viel wegschneidet. Und ich nutze an dieser Stelle den Remington TouchTech, weil der einfach viel mehr Power hat als zum Beispiel der Philips OneBlade Pro und deshalb geht dieses flächendeckende Trimmen einfach viel schneller und man braucht einfach nicht so viel Zeit. Danach mache ich dann den Aufsatz vom Remington TouchTech ab und rasiere nur noch mit der Klinge und mache dann mit der Klinge vom Remington TouchTech meinen Hals überall ein wenig sauber. Summa summarum ist der Remington TouchTech tatsächlich so wie ein Mähdrescher, ja, der ist erstmal für das Grobe zuständig. Danach kommt dann der Philips OneBlade Pro zum Einsatz und zwar für die Feinheiten und Konturen. Und aus dem Grund nutze ich den Philips OneBlade Pro auch ohne Aufsatz, also nur mit der Klinge. Ich rasiere dann mit dem Philips OneBlade die Haare am Hals weg, die möglicherweise noch überstehen und mache mit dem Philips OneBlade auch die Konturen an den Wangen als auch am Mund. Und gerade am Mund bzw. im Mundwinkelbereich als auch an den Lippen, da kann man wirklich mit dem Philips OneBlade Pro perfekt und ideal und sauber arbeiten und das macht wirklich richtig Spaß. Und da kann mir auch jeder sagen, was er will, ja. Dafür ist der Philips OneBlade Pro bzw. der Philips OneBlade einfach das aktuell beste Gerät auf dem Markt. Also gerade wenn man hier so kleine Feinheiten rasieren muss, wirklich ein Traum. So Leute, und so sieht am Ende des Tages dann mein 3-Tage-Bart-Ergebnis aus. Ein richtig schöner, natürlicher, gepflegter 3-Tage-Bart ohne harte Kanten. Mein Ziel ist nämlich immer, dass ich meinen 3-Tage-Bart so natürlich rasiere, dass man nicht sieht, ob ich mich gerade rasiert habe oder nicht. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr euren 3-Tage-Bart rasiert. Ja? Versucht ihr euren 3-Tage-Bart auch so natürlich wie möglich zu rasieren? Oder sagt ihr einfach, nee, scheißegal, einfach runter damit. Schreibt es mal in die Kommentare rein, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Basti Kasper. Basti, vielen Dank für deinen Support auf YouTube. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen und vielleicht wirst du schon beim nächsten Mal gegrüßt. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich auf jeden Fall über euren Support. Und wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht so einen richtig fetten Bart im Gesicht hat, ja, und der sich unbedingt mal rasieren sollte und sein Bart auf ein 3-Tage-Bart runtertrimmen sollte, ja, dann könnt ihr auch gerne das Video mit ihm teilen. Ich freue mich auf jeden Fall über euren Support. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut, haut rein. Peace out.